Die CSU-Fraktion. Bitte? So, haben wir es jetzt. Herr Kollege Hahn. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Großvater Wilhelm Hahn, Geburtsjahr 1909, war Student der Ökonomie und hat Anfang der 30er Jahre am Studentenaustausch mit den USA teilgenommen. Und er hat es dann nach Dayton, Ohio verschlagen, dort, wo dieses Jahr die Conventions der Republikaner stattfinden werden, lernte dort die Schwester seines Austauschpartners und Freundes kennen, Ruth Asling, übrigens Asling wie Assling, nach dem oberbayerischen Dorf Assling im Landkreis Ebersberg in meinem Wahlkreis nebendran. Die beiden heiraten, haben 4 Kinder und meine Großmutter verbringt den Krieg als Amerikanerin in Deutschland. Ein persönliches Beispiel für die zahllosen engen Beziehungen, die wir in vielfältiger Weise schon lange mit dem großen Bruder über dem Teich haben. Und auch wenn zwischen den USA und Europa dieser große Ozean liegt, durchleben wir oft ähnliche Trends und Entwicklungen. Im Moment zum Beispiel eine ähnliche Renaissance des Populismus, Ressentiments gegen die da oben, gegen Freihandel, gegen Fremde, Flüchtlinge und Billigproduzenten werden von Donald Trump und AfD gleichermaßen genutzt. Die Aussagen sind so ähnlich, dass Zeitungen bereits ein Ratespiel daraus machen. Wer hat es gesagt? Frauke Petri oder Donald Trump? Für uns in der Politik ist eine andere Frage entscheidend. Was hat es bewirkt? Wir müssen abstrakte Ängste von berechtigten Anliegen unterscheiden. Das heißt für Europa und natürlich insbesondere für Deutschland, dass wir uns in allen Facetten der Flüchtlingskrise stellen, auch den unbequemen Fragen und Handlungsoptionen. Die USA dagegen müssen sich eingestehen, dass das Bild vom Tellerwäscher zum Millionär längst Utopie ist. Wachsende Importe aus China, zunehmende Automatisierung haben zu einer brodelnden Mischung geführt. Die Finanzkrise war der Sargnagel für viele Wähler der Arbeiter- und Mittelklasse. Viele wurden zurückgelassen. Es handelt sich um Wähler mit berechtigten Beschwerden. Und vom aktuellen Aufschwung, dem wirtschaftlichen, profitieren nur wenige. Politiker auf beiden Seiten des Atlantiks sind daher gefordert, wir müssen die Komfortzone eingespielter Politikprozesse verlassen und die nationalen Trends ernst nehmen. AfD und Trump sind nur die Symptome eines drängenden Phänomens, dem verlorenen Vertrauen in eine demokratische Ordnung und eine liberale Marktwirtschaft. Wir stehen in der Verantwortung, den demokratischen Diskurs zu eröffnen. Es kann nur neue Gräben schaffen, wenn wir diesen Akteuren einfach ein demokratisches Existenzrecht absprechen. Stattdessen müssen wir sie argumentativ stellen und sie auf ein Normalmaß zurückstutzen. Und wir müssen die legitimen Bedürfnisse aufnehmen, statt sie volkspädagogisch wegzutherapieren. In den USA, in Europa und natürlich in Deutschland. Entscheidend hierbei sind unsere Übersetzungsleistungen. Wir müssen gemeinsam Chancen klar benennen, Erreichtes deutlich herausstellen und Herausforderungen ansprechen. Das transatlantische Handelsabkommen steht exemplarisch dafür. Die Facetten des Abkommens sind vielschichtig. Wir brauchen daher gute Dolmetscher, um die Chancen aufzuzeigen. Gleichzeitig müssen wir als Sprachrohr für die Bedenken der Bürger dienen, ihre Sorgen ernst nehmen. Niedrige Schutzstandards sind genauso tabu wie die Aufgabe unseres Rechtssystems. Und als Verteidigungs- und Außenpolitiker appelliere ich, das Gesamtbild im Auge zu behalten. Die geostrategische Lage verändert sich. Handelsbeziehungen haben eine neue strategische Bedeutung. Die amerikanische und europäische Wirtschaft sind seit jeher stark miteinander verflochten. Die Handelsbeziehungen machen die Hälfte der Weltproduktion, knapp 40% des weltweiten Bruttoinlandsproduktes und rund 60% der Direktinvestitionen aus. Beim bayerischen Außenhandel nehmen die USA die erste Stelle ein, vor China und Österreich. Das Handelsvolumen in Bayern betrug 2015 fast 35 Milliarden Euro. Und bayerische Unternehmen exportieren fast 5-mal so viele Güter in die Vereinigten Staaten im Jahre 2013 wie in die Russische Föderation. Das möchte ich vor dem Hintergrund mancher Diskussionen daheim und der Frage, wer uns wirtschaftlich und für den Erhalt von Arbeitsplätzen tatsächlich wichtig ist, hier einmal deutlich machen. So wie es bei der Montanunion um mehr ging als um den Zugang zu Kohle und Stahl, geht es bei TTIP
um mehr als um Handel und Investment. Die USA und Europa blicken auf die gemeinsame geostrategische Herausforderung, den globalen ökonomischen Einfluss zu erhalten. Gemeinsame Maßstäbe, Standards und Regulierungen. Es geht darum, das Erreichte der letzten 7 Dekaden zu schützen. Und das wissen auch im Übrigen, lieber Herr Trittin, auch kluge Köpfe in Ihren Reihen. Manchmal ist es auch die Aufgabe der Politik, Erinnerungen wieder zu beleben. Als Zeitzeuge auf eben genau dieses Erreichte, unsere gemeinsamen Leistungen hinzuweisen. Die liberale europäische Nachkriegsordnung wäre ohne die Amerikaner nicht möglich gewesen. Lange Zeit war Europa und insbesondere Deutschland ein Konsument amerikanischer Sicherheitsgarantien. Die USA war der Ziehvater Europas, der in einer gespaltenen Welt schützend vor uns stand. Die heutigen engen Beziehungen gründen im gemeinsamen Bemühen, den Kalten Krieg zu gewinnen. Erstmal sprach der ehemalige Präsident George Bush am 31. Mai 1989 in Mainz von einer neuen Rolle Deutschlands. Man sei mehr als Verbündete und Freunde, man sei Partner in Leadership. Fast im gleichen Satz nennt er in der Konsequenz die Notwendigkeit, als Akteur mehr Verantwortung in der Weltpolitik zu übernehmen. Diesen Appell galt nicht nur für Deutschland, Europa sollte Position beziehen. Heute stehen wir vor neuen Herausforderungen. Wir erleben ein neues internationales System, in dem unterschiedliche Herrschaftssysteme miteinander wettstreiten. Unsere liberale, pluralistische Demokratie konkurriert mit neuen Regimen, Ideen, Identitäten. Für uns heißt es, die transatlantischen Beziehungen sind wichtiger denn je. Im Interview mit dem Journalisten Jeffrey Goldberg fordert Präsident Obama zu Recht eine neue Aufgabenteilung. Er spricht mit aller Deutlichkeit für ein strategisches Burden-Sharing aus. Im Klartext, Europa muss einen größeren Anteil an der gemeinsamen Verantwortung des Westens tragen. Deutschland hat auf das veränderte strategische Umfeld reagiert. Wir haben uns zu einer Kehrtwende entschieden. Die Verteidigungsministerin setzt mit ihren Zusagen bei Budget, Ausrüstung, Personal und Interoperationalität ein klares Zeichen für unsere transatlantischen Partner. Deutschland ist bereit, als eine Führungsnation Verantwortung zu übernehmen, militärisch und politisch. Auch das kommende Weißbuch soll das abbilden. Trotzdem, die langen Jahre der Friedensdividende erfordern Geduld. Das gilt vor allem auch für die NATO. 2011 erhörten wir noch pessimistische Äußerungen über die Zukunft der Allianz. Lebendig, aber innerlich zerrissen, schrieb eine Tageszeitung. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen im Osten und im Süden haben wir in Wales 2014 zu einer neuen Bündnisstärke gefunden. 28 Staaten einigten sich auf militärische Schritte mit Europa als Hauptakteur und den USA als Rückversicherung. Unsere gemeinsame militärische Präsenz in Osteuropa ist wichtig. Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir einerseits Abschreckung, aber trotz aller Provokationen auch Augenmaß benötigen. Das habe ich erst nach Ostern bei meinem Besuch in Washington bei vielen Gesprächen auch deutlich gemacht. Europa kennt die Risiken neuer Eskalationsspiralen. Bewährte Verträge sollten erhalten bleiben. Das gilt beispielsweise auch für die NATO-Russland-Akte. Präsident Obama liegt richtig, wenn er sagt, dass keine Regierung, keine Gesellschaft die aktuellen Herausforderungen alleine bewältigen kann. Als Politiker sind wir auf beiden Seiten des Atlantiks, vor allem auch innenpolitisch, gefordert, diese Botschaft zu vermitteln. Unsere Übersetzungsleistungen sind ebenso gefordert wie unser strategisches Denken. Perspektivisch wird es darum gehen, die Sicherheit des Westens neu zu erfinden. Bedrohungen wie transnationaler Terrorismus, Cyberangriffe und Radikalisierungen erfordern dies. Amerika bleibt dabei unser engster Partner, und die Partnerschaft müssen wir beide Partner hegen und pflegen. Vielen Dank. Letzter Redner.